28.12.2013 kam es gegen 17.25 Uhr zu einem Brand im eng bebauten Zentrum von Ichenhausen. Dabei wurde das seit längerer Zeit leerstehende Haus massiv beschädigt. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen des Brandes auf die benachbarten Häuser zu verhindern. Es kam hier lediglich zu leichten Hitzeschäden an einem unmittelbar angebauten Anwesen. Der Sachschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandbekämpfung mussten die angrenzenden Straßen gesperrt werden. Hiervon war auch die B16 betroffen, die bis 19.40 Uhr vollständig gesperrt war. Die Ermittlungen wurden vom Kriminaldauerdienst übernommen.